Es sind schon echt verrückte Zeiten am Markt. Wir sehen schnelle Entwicklungen, unvorhergesehene Nachrichten. Da werden innerhalb von Stunden am Wochenende Banken gerettet mit Milliarden Krediten, die dann auf einmal wieder gesichert sind. Dazu gibt es aus verschiedensten Branchen Unternehmen, die derzeit Warnungen aussprechen für das gesamte Jahr 2023 und darüber hinaus. Und eine Industrie aber, die steht aus dem Ganzen hervor und die kann sich als Retter erweisen für die Industrie, für die Wirtschaft und in allen voran für die deutsche Wirtschaft. Welche Industrie das ist, schauen wir uns jetzt an. Und wenn wir schon beim Thema Rettung sind, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Retter für euer Depot, was eine Überleitung, oder? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir haben eine Aktion. 3 Monate lang seid ihr bei uns im Pluspaket, danach monatlich kündbar. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem Profi an eurer Seite, dann kommt gerne zu uns, überzeugt euch von unserer Rendite, die wir in den letzten 4 Jahren konstant erwirtschaftet haben mit minimalem Risiko. Dann freue ich mich, wenn wir mit euch gemeinsam traden. Wir schauen aber zunächst erstmal auf die EZB. Die hat nämlich heute die Zinsen bekannt gegeben und wie erwartet wurden die Zinssätze um 50 Basispunkte nach oben hin angehoben. Die EZB war ja in den vergangenen Monaten immer wieder so zwischen datenabhängig und ja, wir machen dann doch die ganz offizielle Ankündigung, dass wir die Zinsen um 50 Basispunkte anheben werden, wo wir uns dann beim letzten Mal auch gefragt haben, ja, was denn jetzt? Datenabhängig oder 50 Basispunkte? Die kamen jetzt also und für die Inflationsprognose, die gab es dann nämlich auch, die hat die FED angegeben mit 5,3%, 1 Prozentpunkt weniger als noch im Dezember erwartet für das Jahr 2023. Für 2024 geht man von knapp 3% Inflation aus, auch das etwas unter dem, was man noch im Dezember gesagt hat. Für das Wachstum, BIP-Wachstum 2023, da sieht die EZB tatsächlich einen ganzen Prozentpunkt für möglich. Noch im Dezember hat man da nur die Hälfte erwartet. Und für 2024 und 2025 jeweils 1,6%. Das ist aber etwas reduziert worden. Die EZB, sagt, dass man sich der eigenen geldpolitischen Maßnahmen natürlich bewusst ist und dass das auch das Wachstum in der Wirtschaft hemmen kann. Man muss aber auch dazu sagen, sowohl die Inflationserwartung als auch die BIP-Erwartungen seitens der FED, die haben alle den Stand 1. März. Also vor den Marktspannungen, die es im Bankensektor gab. Das hat Frau Lagarde auf der Pressekonferenz auch nochmal ganz klar betont. Und sie hat vor allen Dingen hervorgehoben, dass die Inflation im Moment immer noch viel zu hoch und viel zu lang zu hoch ist. Bezogen auf die Marktspannungen im Bankensektor wurde Frau Lagarde natürlich auch angesprochen. Da hat sie betont, dass man an der Seitenlinie steht, man guckt sich das ganz genau an, man schaut, wie sich diese Entwicklungen weiter fortsetzen und sie hat versichert, man steht jeder Bank zur Seite, die Hilfe benötigt. Es gibt genügend Tools, um dann auch mit der Hilfe eingreifen zu können. Für das nächste Meeting im April hat man keinen Ausblick gegeben, man hat aber 3 Punkte ganz klar hervorgehoben, worauf es jetzt ankommt. Zum einen das, was wir ja schon alle kennen, Data Dependence, also wie entwickeln sich die nächsten Wirtschaftsdaten, die in den kommenden Wochen reinkommen, Arbeitsmarktberichte, Inflationszahlen, Kernrate der Inflation, ganz kurz dazu, einmal guckt mal hier nochmal, Inflationsrate in Europa, Kernrate hier immer noch steigend, hatten wir euch aber auch schon mal gezeigt. Und dann der dritte Punkt, wie es den Maßnahmen der EZB gelingt, sich in der Wirtschaft auszuspielen. Also in anderen Worten, welche Konsequenzen trägt die Wirtschaft durch das Eingreifen der EZB? Diese 3 Punkte, darauf achtet die FED, die EZB. Wieso sage ich die ganze Zeit FED? Ihr wisst es, ich verwechsel es gerade, die EZB ist natürlich gemeint. Das ist ein sehr vager Ausblick. Die Vorsitzende Frau Lagarde wollte sich da auch nicht festlegen, ob man jetzt 25 Basispunkte macht, 50 Basispunkte macht oder vielleicht dann doch weniger, um die Banken zu unterstützen, um die gesamte Marktwirtschaft zu unterstützen. Es kann aber auch ein erster Hinweis sein, und da kommen wir jetzt tatsächlich zur FED, für den FED-Zinsentscheid, wenn dann die große EZB mit 50 Basispunkten vorangeht. Vielleicht wird das dann die FED
dazu bewegen, auch die Zinsen um 50 Basispunkte anzuheben. Aber es ist noch nicht mehr als ein Indiz dafür, weil die amerikanische Wirtschaft natürlich auch noch andere Probleme hat als die europäische. Dann bleiben wir aber in Europa und zwar gucken wir mal noch mal einmal ganz kurz auf die Credit Suisse. Die Credit Suisse wurde ja gestern zeitweise vom Handel ausgesetzt und ist sehr stark unter Druck geraten, zwischenzeitlich sogar -30%. Auch andere Banken sind in Europa sehr stark unter Druck gekommen. Jetzt war es aber so, dass dann auch das passend zur schnellen Entwicklung dann in einer sehr kurzen Zeit von der Schweizerischen Nationalbank ein Kredit vergeben wurde in Höhe von über 50 Milliarden Schweizer Franken. Und damit wird es der Bank gelingen, auch die Liquidität zu sichern und Kredite bedienen zu können, um dann eben auch dem operativen Geschäft weiter folgen zu können. Und man möchte damit die Credit Suisse unterstützen in ihrem aktuell laufenden Umbauprozess. Der größte Aktionär von der Credit Suisse, der stammt ja aus Saudi-Arabien, und der wollte kein Geld extra dazugeben, sondern hat sich da rausgehalten. Die Schweizerische Nationalbank hat dann aber da eingegriffen. Den Chart, finde ich, können wir uns sparen. Das ist eine einzige Abwärtsbewegung, obwohl es auch heute dann wieder 20% nach oben geht für die Aktie. Aus meiner Sicht eine reine Zockeraktie, nichts, was in irgendeiner Weise derzeit auch charttechnisch zu verwenden ist oder wirklich zu beachten ist. Wir schauen dann von der Schweiz nach Deutschland. Die DAX-Konzerne sind skeptisch für die Zukunft, haben aber im Jahr 2022 fast genauso viel Geld an Gewinnen erwirtschaftet wie im Jahr 2021, nämlich rund 120 Milliarden Euro an Gewinn. Es ist aber auch ein Bild, was sich durch nicht nur beim DAX zeigt, bei den DAX-Unternehmen zeigt, sondern in vielen europäischen und auch amerikanischen Unternehmen, nämlich starke Ergebnisse aus der Vergangenheit, aus dem Jahr 2022, schwacher Ausblick für das laufende Jahr und darüber hinaus. Die eine Industrie, die aber da heraussticht, ist die Autoindustrie. Die hat sehr gute Ergebnisse gezeigt. Wir schauen auch gleich, beziehungsweise Erik schaut mit euch auf BMW und Daimler Truck. BMW, Daimler Truck, Mercedes und VW, die machen 45% des DAX-Gewinns aus. Diese vier Unternehmen von den gesamten 40 Unternehmen stützen praktisch den Markt und die deutsche Wirtschaft. Und insofern ist es natürlich wichtig, was sich im Bereich der Autoindustrie abspielt. Und diese Trends, die wir dort sehen und die Entwicklungen, die Superzahlen, die zeigt euch jetzt Erik. Von meiner Seite war es das. Bis dann. Ciao. BMW und Daimler Truck mit ihren Quartalszahlen am vergangenen Freitag. Und damit herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Vielen Dank an dich, MJ. Wir starten gleich mit BMW und man muss sagen, das waren allen in allen richtig gute Zahlen. Rekordgewinn hat man erzielt durch hohe Verkaufspreise und auch sehr guten Absatzzahlen. Wir können uns das gerne auch mal hier auf dieser Tabelle anschauen. Da sehen wir sehr gut, wenn wir den Fokus mal auf das Gesamtjahr 2022 legen, dass da schon hier Gewinn je Aktie und Gesamtumsatz die Zahlen doch deutlich hervorstechen und dass die auch deutlich über den Erwartungen der Analysten lagen. Allem in allem sehr gute Zahlen, aber auch eine Dividendenerhöhung, denn im Vorjahr hatte man noch 5,80 Euro gezahlt, jetzt hat man sie erhöht auf 8,50 Euro. Die Erwartungen der Analysten lagen bei 7,32 Euro hier. Das Unternehmen ist mit einem KGV von derzeit 3 relativ günstig bewertet, kann man sagen. Und gleichzeitig, was auch sehr spannend ist, habe ich gelesen, 2,1 Millionen Autos hat man verkauft. Das sind 60.000 mehr als Mercedes, der Konkurrent hier aus Stuttgart. Ganz spannend. Dann, bevor wir auf den technischen Teil schauen, noch mal ganz kurz der Blick hier auf einen Artikel von Handelsblatt, denn BMW hat ganz klar gesagt und hat auch Diesel und Benzin ganz klar bekräftigt, da werden weitere Investitionen getätigt, auch über 2030 hinaus, verzeiht es mir bitte, auch über das Jahr 2030 hinaus, so rum wollte ich es nämlich sagen. Und da hat man sich ganz klar bekräftigt hingestellt, um allem in allem einfach das Produktportfolio noch weiter oder größer hier darzustellen. Dann
auf die technische Situation einmal geschaut. Ich finde, wir sollten noch mal im Monatschart hier starten. Ich hatte euch oder wir hatten, glaube ich, vor ein, zwei Wochen schon mal über BMW gesprochen. Über den Monatschart können wir sehr gut sehen. Der letzte Ausverkauf, hier diese eine Stange, technisch am Widerstand angekommen, davon die 78% jetzt erreicht, klare Horizontale und auch runde 100. Wenn wir in den Tageschart gehen, dann hatte ich euch auch im vergangenen Video gesagt, naja, das ist halt eine Stange. Also eine Aufwärtsbewegung ohne jegliche derzeitige Konsolidierung. Jetzt muss man sagen, ja, das Unternehmen ist natürlich günstig bewertet mit einem KGV von 3, aber ja, der technische Teil steht halt dem fundamentalen Teil hier gegenüber. Und das ist halt einfach hier derzeit einfach zu wenig. Die Aktie ist am Widerstand und hier fehlt eine Konsolidierung. Ich hatte es euch im letzten Video auch gezeigt. Eher wäre interessant, wenn sie uns im Laufe der Zeit so etwas anzeigen würde, eine schöne Konsolidierung gegenüber diesem Anstieg. Es gibt interessante Zonen. Eine erste interessante Marke ist die 90. Da haben wir die 61% vom letzten Anstieg, eine klare Horizontale auch noch. Dann aber ein weitaus interessanter Bereich ist etwas tiefer. Und zwar, Moment, das war die falsche Taste. Hier unten im Bereich von 82, klare horizontale Unterstützung, 61% vom letzten Anstieg, aber auch die 200-Tage-Linie, die da zukommt. So viel zu BMW. Dann gleich der Blick auf Daimler Truck, auch mit Quartalszahlen letzten Freitag. Und ich habe es überall gelesen. Lasst mich einmal hier zurückgehen. Und ich habe nämlich hier auch so einen Artikel. So profitabel wie nie zuvor. Sehr spannend in erster Linie, ne? Aber wenn man sich mal, ich habe hier auch eine Tabelle mal mitgebracht, ja, kann man sagen, profitabel wie nie zuvor, 400% im Q4. Lasst es uns dabei belassen, dass es irgendwie so ein Einmaleffekt ist. So, legen wir doch lieber den Fokus auf das Gesamtjahr 22, denn ich finde, die Zahlen können sich hier wirklich sehen lassen. Gewinn je Aktie 14%, Gesamtumsatz 28%, das liegt ja dann doch ganz klar, wenn wir uns mal die Erwartungen der Analysten hier ansehen, ganz klar in Erwartungen und das hat man hier sehr gut auch erreicht. Und ich finde auch, Dividende zahlt man erstmalig von 1,30 Euro, eine 4% Dividendenrendite hier, auch mit einem KGV von 9, doch in dem Sektor doch relativ noch günstig bewertet, kann man sagen. Der CEO hat gesagt, naja, Ausblick, ja, wird herausfordern. Trotzdem, wir sind optimistisch für das Jahr 2023, was Gewinnwachstum angeht und auch Umsatzwachstum. Wir können uns das hier nochmal in der Tabelle anschauen. Ausblick Umsatz 23, erwartet man hier 53 bis 57 Milliarden. Das liegt hier im 8%. Was die Analysten hier erwartet hatten. So, dann gleichzeitig auch der technische Blick natürlich. Und da möchte ich einmal hier Daimler Truck öffnen. Und da sehen wir sehr gut über dem Wochenchart, dass auch die Aktie am Widerstand ist. Hier vom letzten Ausverkauf die 78%. Und ich finde, hier kann man das sehr gut einzeichnen. Einmal getestet, zweimal getestet und jetzt ein drittes Mal getestet, dreimal gescheitert und jedes Mal auch wieder reingefallen. Allem in allem, wenn wir uns den Tageschart ansehen, ist das hier ein Aufwärtskanal, in der sich die Aktie befindet. Wenn wir uns das Ganze ein bisschen hier auseinandernehmen, dann haben wir hier einen klaren Anstieg, eine Konsolidierung, eine Range zwischen 29 Euro und 33 Euro. Zuletzt jetzt hier ganz klar, wie ich eben schon sagte, am Widerstand ist hier sogar auch ein Kreuzwiderstand. Ich zeige euch das mal mit einem Kästchen. Hier der Kreuzwiderstand, die aufsteigende Linie, horizontale getestet und deutlich erstmal jetzt gescheitert. Ganz klar, technisch würde ich jetzt hier auf der Longside nichts machen wollen aus meiner Sicht. Die zeigt mir hier nichts richtig an. Trotzdem gibt es natürlich nach unten hin wichtige Unterstützungen. Eine erste Zone wäre aus meiner Sicht hier die A27.
ist die 38% vom letzten Anstieg und auch die 200-Tage-Linie. Interessanter wird es dann nochmal in dem Bereich von 26, da wartet eine klare horizontale Unterstützung, aber auch von der großen Aufwärtsbewegung die 61%. Ganz wichtig nochmal, ich sage nicht, dass der hier diese Bewegung hin macht, also hier einmal hier hinkommt, sage ich nicht. Aber es ist eine interessante Zone. Eine andere Variante ist, der Markt prägt diese Konsolidierung einfach nur jetzt hier weiter größer aus und möchte dann irgendwann hier oben ausbrechen. Soweit ist es noch nicht, da brauchen wir Geduld. Das einmal von meiner Seite her. Wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann.